Moin Leute, euer Matomi von Zimtstern LP hier. Ja, wieder eine Runde Democracy 3. Wir waren bei Deutschland unterwegs. In der letzten Runde ist im Wesentlichen der BIP gesunken, aber es liegt wohl an einem Börsenkrach. Tja. Geheimdienstbericht. Die Kreuzritter des Herrn. Die sind gefährlich, genauso wie die Battenburg-Gruppe. Patriotenarmee hat weniger Mitglieder. Jo. Naja, gucken wir doch mal. So, wo waren wir denn? Internetkriminalität müssen wir senken. Ja, müssen wir eigentlich abwarten. Ghettos geht zurück. Asthma-Epidemie. Müssen wir mal was für die Umwelt tun. Fahrzeugnutzung runter. Ja. Für the environment. Gucken wir doch mal, ob wir noch was haben. Ja, CO2-Steuer. Können wir jetzt gerade nicht einführen, aber können wir ja nächste Runde machen. Arbeitslosigkeit steigt. Ja. Dann sollte das jetzt ja gehen. Wobei, wir sind gleich bei. Haben gleich eine Wahl. Internetkriminalität steigt. Das ist richtig schön. Technologie hat aber demnächst das Maximum erreicht. Mehr oder weniger. Dann sollte das auch gehen. Ghettos verschwindet. Asthma-Epidemie. Oh, das sinkt auch ganz stark. Wenn die Fahrzeugnutzung runtergeht. Na gut. Ja. Die Umwelt. Ja, das ist auf dem Weg, denke ich. Das sollte auch ohne CO2-Steuer gehen. Und Wahl. Es wird spannend. Es wird sehr spannend. Wer wird das Rennen machen? Es wird ganz knapp. Und es gewinnt unsere Partei. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Wir müssen aber mal was gegen die Arbeitslosigkeit tun. Gefängnisse. Immigration. Ja, da müssen wir jetzt aber mal ran. Ganz dringend.
Ja. Arbeitslosenzahlen gehen runter. Kapitalisten mögen uns, die Produktivität geht auch hoch. Wunderbar. Moment, das hat uns ge... ja. Kinderbetreuung, wie viel kostet uns das? 15 Milliarden. Oh, das schaffen wir schon. Könnten darüber natürlich die Arbeitslosenzahlen senken. Können da ja mal 10 Millionen rein investieren. Dann, was haben wir hier? Auslandshilfe. Ja. Grenzkontrollen. Alkoholgesetzgebung. Okay. Es ist immer noch so vergleichsweise hoch. Alkoholkonsum. Senken wir das mal ab. Ach so, das ist schon auf nur niedrigprozentiges. Ah, okay, das habe ich schon geändert. Dann ist alles gut. Nee, dann ist alles gut. Dann ist alles wunderbar. Gucken wir noch mal hier hin. CO2-Emissionen geht runter. Dank der Emissionsbegrenzung und Subventionen und Schadstoffbekämpfung. Ja, das entwickelt sich. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht großartig nachhelfen. Konzentrieren wir uns tatsächlich auf die Arbeitslosen. Nee, das hat nicht den entsprechenden. Das entsprechende. Den von mir erhofften. Oh mein Gott. Effekt, wollte ich sagen. Kriminalität sinkt. Sinkt, wollte ich sagen. Oh ja. Menschenschmuggel. Oh, komm, können sie bleiben. Arbeitslosenzahlen sinken. Sehr schön. Das ist sehr schön. Gucken wir uns das doch mal an. Asthma-Epidemie steigt wieder. Flugreisen. Das bringt uns richtig Kohle, senkt allerdings den Tourismus und ein bisschen BIP. Gehen wir da mal auf 30%. Das ist dann so. Erhöht nochmal den Überschuss. Dann können wir da wieder ein bisschen was investieren. Denke ich mal. In die Umwelt. Weil die ja eigentlich ganz gut läuft. Gucken wir nochmal, ob wir irgendeine Kleinigkeit haben. Was bringt uns das? Gesundheit steigt, niedrige Einkommen steigen.
Privatschulen würden davon sehr stark profitieren. Für was sorgt denn das? Oder was folgt daraus? Bildung steigt, das ist klar. Gleichberechtigung, Arbeitslosenzahlen sinken leicht. Wenn ich das richtig verstehe. Nein. Haben wir jetzt gerade eh kein politisches Kapital mehr. So, das ist doch schön. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Es stagniert wieder. Wie sieht's mit der Internetkriminalität aus? Ja, müssen wir, glaube ich, aussitzen. Hohe Produktivität und Technologievorsprung. Alles wunderbar. Treibstoffeffizienzstandards. Ah, das ist doch schön. Kostet wenig, hat aber dafür recht viel Effekt. Das ist doch schön. Was hat das für Effekte? Busnutzung geht hoch. Das bedeutet, die Autonutzung geht runter. So, sollte reichen. Nee, das wollen wir nicht. So. Okay. Ja, aber ich denke, das läuft. Teaserwaffen. Machen wir, glaube ich, nicht. Polizeidrohnen. Kriminalität und Gewaltverbrechen sinken. Was? Habe ich das jetzt eingeführt? Tatsache. Das wollte ich gar nicht. Aber gut, das ist. Dann ist das so. Kriminalität und Gewaltverbrechen senken ist auch immer eine schöne Sache. Nee, wir wollen was für die Umwelt tun. BIP steigt, Arbeitslosenzahlen sinken. Was gibt's Schöneres? Gucken wir doch mal. Gleichberechtigung. Jo, CO2 sinkt natürlich rapide, aber ich würde trotzdem gerne die CO2-Steuer einführen. Oder eine Kfz-Steuer. Aber das auf jeden Fall erst in der nächsten Runde. Ja. Dann gucken wir doch mal rein. Steuer. Sag mal, bin ich blöd? Jetzt sagt nicht ja. Da oben. Kohlenstoffsteuer. Warum ist die da oben? Naja, was reduziert das denn? Autofahrer, weniger Fahrzeugnutzung. Hat er das jetzt schon wieder eingeführt, obwohl ich das nicht wollte? Da, Fahrzeug, Kfz-Steuer. Wenn schon, dann aber bitte. Oh. Super. Naja, egal. Nein.
Wohlfahrtsminister tritt zurück. Dann wen haben wir denn da mal? Der möchte das doch machen. So. Ja, investieren wir doch mal in... Ja, komm, wir haben genug Geld. Wir haben noch Schulden, aber die sollten in der nächsten Runde dann verschwunden sein. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, es sinkt wieder. Das ist gut. Das stagniert. Aber der Geheimdienst wirkt noch länger. Ich denke, das klappt schon. Armut sinkt, das ist schön. Und ich sehe gerade, bevor wir mit der nächsten Folge weitermachen, muss ich diese Folge erstmal beenden. Denn es ist wieder soweit, die 15 Minuten sind um. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Zocken. Haut rein, euer Martome.